In unserer heutigen Episode stehen wir vor einem Rätsel. Ein verlassenes Hotel samt Restaurant, das noch vollständig eingerichtet ist, als hätte es sich für die Ewigkeit konserviert. Alles ist noch da. Die Stühle warten auf ihre Gäste und selbst die Lichter würden leuchten, wenn wir den Schalter umlegen würden. Aber es ist die überraschende Vielfalt, die uns staunen lässt. Ein Ort, der nicht nur Speisen und Ruhe versprach, sondern auch Zeuge eines Netzwerks war, das weit über das Gastgewerbe hinausreichte. Begleitet uns auf diese außergewöhnliche Erkundung, wo jedes Zimmer ein neues Kapitel aufschlägt und jede verstaubte Ecke ein Geheimnis flüstert. Dies ist kein gewöhnlicher Lost Place. Dies ist eine Entdeckungstour der besonderen Art und ihr seid dabei. So Leute, wir sind in der Location drin, das war schon mal sehr, sehr aufregend. Direkt an der Hauptstraße, Kamera auf uns gerichtet. Wir sind jetzt erstmal drin, hoffen wir, dass wir keinen Besuch bekommen, also let's go. Wäre natürlich ein super Fail, wenn es hier nicht weitergehen würde, ne? Aber, ne. Ach doch, da. Oder? Durch den Heizungskeller, okay. Das ist aber. Scheiße, ich dachte, hier geht es nicht weiter, gerade ehrlich, im ersten Moment. Guck mal, hier in der Sauna. Das erste, was du hier siehst, okay, muss der Knopf rot leuchten. Das heißt genau was? Dass Strom geht. Richtig. Das heißt, die Kamera da draußen könnte auch noch funktionieren. Ja, da vorne steht eine Holle. Seltsam. Unheimlich. Oder? Ja, definitiv. Ich glaube, hier war der Haupteingang, oder? Offensichtlich. Oder war auf der anderen Seite? Das sieht beides gleich aus. Guck mal, was da vorne steht. Also wir befinden uns hier offenbar direkt im Restaurant. Und ich weiß nicht, was die hier für eine Party veranstaltet haben, aber irgendwie steht hier ein Roller, da steht ein Roller, hier stehen einfach ganz viele Roller. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Ja, das fragen wir auch gerade. Das ist doch bestimmt so eine Healer-Ware oder so. Guck mal, aber nee, gar nicht, guck mal. Da heißt, was das sein könnte, Sabrina. Ha. Vielleicht so Auslieferungsroller. Ja, das könnte sein fürs Essen, ne? Hier hinten haben sie noch, ich find, die beiden sehen ja, so Boxen drauf. Die sehen ja beide gleich aus, ne? Die sehen noch richtig gut aus. Guck mal, ist noch die Folie drauf. So viele Roller, alle blitzeblank, einige noch mit Folie auf den Sitzen. Keine Alltagsgegenstände, sondern Rätsel, die hier keinen Sinn ergeben. Anfangs denken wir noch an Speisenlieferungen, aber diese Roller sind Teil einer größeren Geschichte, die wir erst noch entschlüsseln müssen. Warum sind sie hier, in dieser verlassenen Stätte? Die Antworten darauf enthüllen wir Stück für Stück im Laufe unserer Erkundung. Ja, da drüben hat es ja angefangen mit den ganzen Rollern, hier geht es komplett weiter und hier stehen einfach noch mehr. Wie viele Roller sind das, ey? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, 9 oder 10 Roller stehen hier. Hier ist auch noch original eingepackt, so ein Hochdruckreiniger. Ey, das ist irgendwie sehr kurios hier, findest du nicht? Ja, weiß ich nicht, ist halt komplett alles stehen und liegen lassen quasi. Ne? Guck, hier steht das Wasser noch. Ist das nicht dieses von Lidl oder so? Ich glaube schon. Weiß ich nicht, ich glaube schon, ne? Ja, Lidl. Guck mal, das ist irgendwie viel, ne? Ja. Quasi. Alles komplett, ey. Ja. Hier die ganzen Gläser noch da. Ja, alles urban, ja. Jetzt noch ein kleines Bierchen hier zapfen. Oh, möglich ist alles. Das stimmt. Guck mal hier, der Computer steht noch hier. Hier kann dann wahrscheinlich der Bon raus oder sowas, ne? Mhm. Der Abrechnungsbon. Selbst die Gläser hier oben sind noch da. Das ist echt wirklich krass. Ich frage mich gerade echt, was das hier war, ne? Wie so eine Art Rezeption, Anmeldung oder sowas, ne? Counter irgendwie, ne? Hier ist auch ein Computer. Ist denn hier auch noch Strom drauf? Ne, Strom ist da auf jeden Fall nicht drauf. Hast du das gehört? Ja. Was ist ein Telefon? Ich weiß nicht. Das hat sich gerade angehört wie so ein Telefon oder sowas. Ja, mir macht nur ein bisschen Sorge, das mit dem roten Licht da hinten. Und dann einfach in Kombination mit der Kamera draußen, die auch eine Antenne hat. Ah, ist doch so ein Haustelefon hier, oder nicht? Ja, ich glaube schon.
Aber wenn da Strom geht, dann geht halt auch woanders Strom. Ne? Ja, habe ich ja vorhin gesagt. Wirklich alles komplett einfach hier. Alles zurückgelassen. Man sieht auf jeden Fall, dass hier schon alles ziemlich staubig ist. Also sprich, das ist jetzt nicht seit gestern offenbar zu. Ja, das sieht man ja wohl auch. Ja, die Stühle alle noch akkurat hochgestellt. Das ist echt heftig, aber so von der Einrichtung her ist alles noch komplett da. Aber offenbar war das hier der Haupteingang, ne? Ja. Guck mal, überall hängen da irgendwelche Kabel runter. Ja. Ich glaube, irgendein Kabel ist auch von der Kamera draußen. Das hatte ich nämlich gesehen gehabt, dass es irgendwie nach draußen ging, also hier rein von draußen nach drinnen ging. Das hat sich jetzt gerade angehört, als wenn hier vor der Tür ein Auto angehalten hätte. Jetzt kann man natürlich überhaupt nicht nach links gucken, nur nach rechts. Es wirkt alles auf jeden Fall hier so, als wenn sie das Restaurant geschlossen hätten, weil sie vielleicht renovieren wollten. Hier liegen überall Baumaterialien rum, die Fenster sind noch abgeklebt worden. Aber offenbar kam es nie zur Renovierung. Hier geht es auf jeden Fall weiter nach oben. Aber Anja ist es genau in die andere Richtung gelaufen. Ich sehe auf jeden Fall von draußen deutliche Feuchtigkeitsspuren. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lost aus, das Gebäude von außen. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier ist es sehr gruselig drin. Oh, so ein Ding hatten wir auch mal, ne? Ja. Als wir da eine Taschenlampe noch nicht hatten, hatten wir damals einen Baustrahler einmal gehabt. Hier sind solche Schlüsselkarten. Wahrscheinlich für die Zimmer oben, ne? Mhm. 606. Aber auch geil, ne? Schön stylisch. Hier ist auf jeden Fall noch eine Karte von dem Ganzen hier. Und man sieht, es gab auf jeden Fall ein Mittagsbuffet. Mittagsoffice mit Selbstbedienung für 6,60 Euro pro Person. Ein Mittagsmenü gab es auch noch mal. Eine spezielle Reistafel für 2 Personen und natürlich auch jede Menge à la carte Gerichte. Hier sind aber, glaube ich, die Toiletten, oder? Hier ist so ein kleines Lager gewesen. Hier ist so ein Aufzug, wa? Essensaufzug oder was war es? Ja, offenbar. Ach, hier geht's in die Küche, Sabrina. Boah, ist ja auch ein bisschen eklig, ne? Also hier direkt die Toilette. Und zeig doch mal, wie die Toiletten vor allem aussehen. Schaut euch mal an, wie die Toiletten aussehen. Und das wird nicht von, von dem Zeitraum sein, wo das hier geschlossen ist. Das wird vorher schon so ausgesehen haben, oder? Denke ich. Und hier ging es dann in die Küche. Boah, die sieht mal richtig wüst aus. Also das ist mal richtig dreckig. Ja, vor allem stehen hier überall solche Geräte rum. Ne? Also nicht an jeder Ecke. Das sieht total, weiß ich nicht, ganz komisch aus, kann ich gar nicht beschreiben. Eklig auch irgendwie, ne? Also auf jeden Fall keine ordentliche, saubere Küche, sondern die ist echt richtig, richtig. Ja, guck mal, das hier. Das wird doch auch nicht, also. Na, sollen wir mal aufmachen, Anja? Ja, müssen wir ja wohl, ne? Oh, nee. Mach's bitte zu, Sabrina. Boah. Stinkt das? Ja. Gott sei Dank irgendwie weggedreht, ey. Boah. Da ist noch Fleisch drin gewesen und alles. Alles Mögliche drin, alles Mögliche. Guckt euch mal das an, wie das hier aussieht. Ey. Vor allem gebt euch mal hier den Herd. Boah. Widerlich, ehrlich. Richtig, richtig heftig. Also. Boah, das stinkt total, Sabrina. Ey. Mhm. Boah. Guckt euch das mal an. Ey. Das ist richtig, richtig abartig. Guckt euch mal hier die Kaffeekanne an, wie die aussieht. Ey. Boah. Also ich sag mal, das eine China-Restaurant, was wir besucht haben, das können wir gerne mal hier oben verlinken. Das war schon in einem Zustand, wo man echt gedacht hatte, ne? Also in der Küche, war jetzt auch nicht so geil, aber das hier übertrifft echt alles, ne? Da ist das Fleisch am Gammeln in der Gefriertruhe. Hier ist alles komplett siffig, alles voller Schimmel irgendwie. Also da kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht schon war, als der Laden noch offen hatte. Also wenn ihr dachtet, das ist schon eklig, dann gucken wir uns einfach mal den Teil der Küche hier an. Boah, bitte immer schlimmer. Es wird definitiv schlimmer. Also ich weiß gar nicht, was hier passiert ist. Keine Ahnung. Also, dass hier die Decke oben schon runterkommt, ja gut, ist eine Sache. Aber es ist einfach nur super, super dreckig, schmantig, eklig. Bah, weiß ich nicht.
hier war offenbar nur so ein kleines Lager und noch eine Gefriertruhe. Boah, wie ich das Fleisch ausgepackt habe. Hast du es gesehen? Mhm. Mach doch mal auf. Oh, das ist eklig. Was ist das da für ein Penis, ey? Boah. Oh, was ist das eklig. Oh, ist das... Oh, was ist das denn, ey? Boah, das riecht ganz eigenartig, oder? Ja. Boah, das sah aus wie irgendwie so ein riesenlanges Stück Fleisch, ne? Ja, aber hast du gesehen, was daneben ist? Was sieht das da so komisch aus? Nee, Anja, lass uns die Böcke. So ein abgeschnittenes Stück. Lass uns aus der Küche schnell raus. Okay. Boah, es geht gar nicht, Leute, ey. Ich glaube, jetzt gehen wir nach oben, oder? Mhm. Huch. Aber irgendwas haben die ja offensichtlich hier gemacht, oder die Decke kommt schon von alleine hier runter. Krass. Okay. Ganz anders hier auf einmal. Guck dir das mal an. Boah, hier ist der übelste Schimmel. Aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Nee. Mit sowas hat man hier überhaupt nicht gerechnet, ne? Ne. Sieht ja irgendwie auf einmal ganz anders aus. Aber das ist hier so zugewachsen, ne? Draußen. Ja. Der absolute Wahnsinn. Hier vorne steht noch ein Laufband, warum auch immer das hier steht. Und hier oben ein richtig krasser Schimmel. Aber ich finde, irgendwie hat der Anblick hier was, ne? Ja, irgendwie ist es nicht schlecht. Also, das hat alles das sieht einfach so gruselig aus, wenn du nach unten guckst. Oben ist scheinbar auch noch ein Restaurant gewesen, ne? Ja, offensichtlich. Ich blicke hier nicht durch, ehrlich. Bin gespannt, wie es hier noch so weitergeht. Da kamen wir doch gerade her, ne? Da, ne? Nein, wir sind aus dem Restaurant gekommen. Sind wir nicht gerade aus dem Heizungskeller? Nein, das war ein anderer, der war unten. Es ist auf jeden Fall sehr verwirrend hier. Sehr verwinkelt auf jeden Fall alles. Und hier sind noch die ganzen Lagen und alles, ne? Bettwäsche. Ja. Bettwäsche offensichtlich. Handtücher. Pflegeshampoo. Nochmal Shampoo. Das Gute aus der Metro, ne? Die Aro. Metro-Eigenmarke. Und irgendwelche Tischdecken, die noch komplett eingeschweißt sind. Boah, ist richtig groß. Guck mal, wie weit es da hinten noch weitergeht. Wow. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ne, ich auch nicht. Gucken wir mal, wie die Zimmer so aussehen. Naja. Ich sag mal, sehr sporadisch eingerichtet, also nicht wirklich einladend. Wie tief sind denn bitte die Betten? Ja, oder? Geh mal näher ran. Das sind so Kinderbetten. Das ist ja noch nicht mal Kniehöhe bei dir. Nee, das ist nicht mal Kniehöhe. Das geht nur bis hier. Also bis Mitte Wade. Also ältere Leute könnten hier auf jeden Fall nicht nächtigen. Ne? Nee. Die würden aber gar nicht mehr aus dem Bett rauskommen. Aber das Gute ist, du brauchst keine Angst haben, dass du aus dem Bett fliegst. Also das macht, glaube ich, keinen Unterschied. Nee, du fällst auf jeden Fall nicht weit. Das ist echt nicht tief. Wahnsinn. Hier auf jeden Fall noch ein schicker Fernseher am Start. Und hier noch eine ultraschöne... Mhm. Hier, nimm die Taschenlampe und guck sie bitte selber an. Naja, hier liegt auf jeden Fall noch das Handtuch für den Gast. Die Toilette wurde noch mal nachträglich irgendwann benutzt, wie es aussieht. Und hier sieht man noch schön die beiden Gläser, die noch da stehen, zum Zähneputzen. Also alles ist noch wirklich so dekoriert, als wenn gleich noch hier ein Hotelgast kommen würde. Alles so richtig final vorbereitet. Als ob. Der leuchtet doch. Was? Klar. Echt jetzt? Hier, gib mir eine Fernbedienung, ich mach das Ding an. Da. Gezuckt. Mhm. Da jetzt. Unfassbar. Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass hier einfach noch der Fernseher funktioniert. Stell dir mal vor, jetzt wird irgendwie noch so RTL laufen oder so. Ja, das wär's, ne? Ja. Guck mal, hier das Zimmer war aber deutlich kleiner, ne? Mhm. Auch da hinten sieht man den Schimmel. Aber das Bett ist halt alles noch richtig gemacht, ne? Auch eine relativ dicke Bettdecke, die da drin ist. Kaffeetasse steht da noch. Und hier auch noch ein Fernseher. Und auch hier
geht tatsächlich wahrhaftig noch der Fernseher. Ui, hier geht auch das Licht in dem Raum. Krass. Offensichtlich, ja. Das ist echt heftig. Ja, hier ist der Fernseher auch an, Leute. Das funktioniert einfach alles noch. Krass. Schau mal oben beim Notausgangslicht. Da oben ist auch noch die Lampe am Leuchten. Ja. Schaut euch mal hier bitte einfach mal den Garten an. Der ist komplett zugewachsen. Komplett. Zimmer 603. Alles ähnlich kleine Zimmer. Ja, hier das Zimmer, also scheinbar sind die komplett identisch. Aber guck mal hier, liegen überall solche Dinger rum. So Karten. Ist das ein Kartenspiel gewesen? So ein chinesisches Kartenspiel oder so? Ich habe das vorhin schon am Eingang gesehen, wo wir reingekommen sind, habe ich das auch gesehen. Ich weiß nicht, könnte gut möglich sein, ne? Wer eine Ahnung hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Was ist das denn hier für ein Bettenlager? Guck mal. Okay. Da stehen noch, guck mal, da stehen noch Sachen. Ja. Ich würde mal vermuten, Anja, hier sogar der Zimmerschlüssel von dem Raum, der liegt hier direkt parat. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn sich womöglich hier Obdachlose eingenistet hätten. Riechst du das? Ja, das riecht relativ frisch, ne? Das riecht hier richtig nach Bolognese, ohne Witz. Das riecht hier echt nach Bolognese. 03, also 3.10.24. Keine Ahnung, wie lange die haltbar sind. Ja, aber es sieht relativ lang, ich, ne? Frisch aus. Es riecht auf jeden Fall auch noch nach Bolognese, das können wir euch sagen. Ja. Aber vielleicht haben sich halt hier auch Obdachlose einquartiert, ist ja gut möglich, ne? Wahrscheinlich, ja. Das riecht aber echt nach Bolognese, ne? Mhm. Aber überall sieht man wirklich hier die Feuchtigkeitsspuren im Gebäude. Und hier draußen steht einfach noch der Rasenmäher, komplett zugewachsen mittlerweile. Hier das nächste Zimmer, also auch überhaupt nicht einladend. Ne? Und auch überall diese komischen Karten, die hier rumliegen. Sehr, sehr hässliche Zimmer, sehr, sehr hässlich. Die echt? Möbel alle so komplett zusammengewürfelt. Hier auch ein sehr, sehr kleiner Fernseher. Da hinten noch ein Gartenstuhl und überall stehen die Kaffeetassen. Schreibt gerne mal eure Meinung zu der Location in die Kommentare und lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da. Wenn euch das Ganze gefällt, würden wir uns mega drüber freuen. Und ein Abo natürlich auch gerne. Naja, und die Glocke könnt ihr auch aktivieren. Dann bekommt ihr immer eine Info. Wenn ihr schon mal dabei seid. Macht einfach alles weg. Mitglied könnt ihr auch werden, kein Problem. Ah, geht nicht mehr ganz, ne? Doch, das dauert. Ich dachte auch gerade, der Strom wäre ausgefallen oder so, aber ist nicht. Guck da hinten. Ja. Ist das krass. Es geht noch weiter. Über dir. Hier auch noch mal. Hui. Ach du Scheiße. Oh, jetzt habe ich mich aber hochgeschoben. Leute, hier geht einfach überall krass, der Strom. Guck mal, wie es aussieht, wie geil. Ist das mal krass. Ist das mal krass. Total laut auch, ne? Ja, ja. Aber das sieht schon geil aus, ne? Das Rote hier. Ja, das hat was. Sehr, sehr schick. Alter, wie hoch ist das denn hier? Guck mal. Wie viele Stockwerke das Ganze hat. Krass. Und hier offenbar mal ein Aquarium, wa? Boah, ist das gewaltig. Ja. Schaut mal, hier ist so ein richtiger Saal gewesen. Ja. Ein richtiger Festsaal, guckt euch das bitte an. Ich kann mir vorstellen, dass hier wahrscheinlich das All-You-Can-Eat-Buffet war. Ja, voll in diese Aussicht hier einfach, ne? Herrlich. Krass, habe ich aber auch noch nie am Lost Place gesehen. Mit Doran, guck mal hier. Ah, singen kann ich auf jeden Fall. Das wär's jetzt auch noch. Test, test, test. Krasse Sache, ey. Das ist echt heftig. Wie geil ist das denn bitte, hä? Trommelwirbel. Warte mal. Bingo. Geil, ehrlich. Wie geil ist das denn? Wie geil die dann immer so... Ja, ich finde das echt cool, ne? Ja. Ich würde auch gerne Schlagzeug spielen, aber kann ich leider nicht. Und dann sitzen die immer so...
Und dann geht's so richtig bam, bam, bam ab, weißt du? Steht hier aber irgendwie so ein Schlagstock, wollte ich gerade sagen. Schlagstock, ja, danke. Schlagstock steht mir also, danke, danke. Ja, das könnte man mal so richtig loslegen, aber das hört man auch bis draußen, leider aber Gottes. Aber ein Trommelwirbel kann ich geben. Bling. Applaus. Danke. Jetzt interessiert mich natürlich brennend, ob die Bar da drüben noch eingerichtet ist. Also es sieht nämlich richtig so aus, als wenn da wirklich noch alles da wäre. Gläser hängen dann noch hier auf der Theke, auch noch so ein bisschen Deko. Also es sieht wirklich so aus, als wenn die hier kurz renovieren und dann machen die hier wieder auf. Ne? Gucken, ob noch ein paar Getränke da sind. Hier auf jeden Fall noch das Geschirr. Liegt alles auf jeden Fall noch hier rum, die ganzen Töpfe. Und das sieht alles wirklich nicht sauber aus, Leute. Gebt euch mal hier den Topf. Boah, hier die ganzen Gläser sind alle noch da. Hier auf jeden Fall Staub am Start. Boah, ich weiß ja nicht, wie lange die hier geschlossen haben, ne? Aber es ist überall wirklich sehr, sehr schmierig, muss man mal ganz ehrlich sagen. Egal, was man hier sich anschaut, sieht überall dreckig aus, abgenutzt aus. Hier noch die Zapfanlage. Das leckere Frühkölsch, wer mag's? Also ich trinke es sehr gerne. Schaut euch das mal an. Guck mal an, ja hier dieses Hackebeil an. Was für den? Ja, dieses Hackebeil. Guck dir mal bitte an. Da hängt wie auch das ein Stück aussieht. Da hängt auch noch ein Stück Zwiebel dran. Das ist total schmutzig, schmantig, schmierig, ey. Das ist schon voll verrostet, das kann weiß mehr machen eigentlich, oder? Aber guck dir mal den Teekessel an, der noch hier steht. Der sieht auch nicht gerade besser aus. Stinkt doch schon wieder hier irgendwo. Was richtig ist das heftig, schon ne? Richtig, richtig heftig. Boah. Ja, guck mal da vorne geradeaus. Das sieht da auch wieder so schmierig aus. Das sieht alles hier. Schau mal, hier ist der Aufzug. Die konnten also das Essen von unten, von der Küche hier nach oben offenbar schicken. Ja. Seht ihr das? Hier das ist nämlich echt eine coole Erfindung. Essensaufzug, ne? Ja. Das ist ja nicht ganz cool. Das scheint so, als ob dort hinten vielleicht der Aufenthaltsraum war, vielleicht für Personal. Da vorne ist ein Fernseher. Guck doch mal, wie klein das ist. Schau mal, da ist ein Fernseher. Ja, und? Wo soll denn da jemand gesessen haben, Sabrina? Hier ist eine Waschmaschine und du sagst dann genau dazwischen, oder was? Ja. Sieht eher so nach Videoüberwachung aus und... Ja, das könnte natürlich auch möglich sein, stimmt. Da sind überall VHS-Rekorder. Nee, gar nicht wahr, es nur ein. Hier ist ein VHS-Rekorder und noch eine Musikanlage. Vielleicht. Ups. Vielleicht, um hier ein bisschen Musik laufen zu lassen. Und dann die ganzen Antennen da vorne. Genau, meist hört man ja irgendwelche Sachen. Aber schau mal da drüben, da liegt doch Predator 2. Und jetzt? Als VHS-Kassette. Ja, und jetzt? Die werden hier gesessen haben und werden sich in ihren Pausen irgendwo angeguckt haben, glaub mal. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mich schon immer gefragt, was eigentlich die ganzen Mitarbeiter machen, wenn das Mittagsbuffet zu Ende ist und erst wieder um 17 Uhr das Restaurant eröffnet. Wisst ihr, was ich meine? Da ist ja immer diese Zeitspanne. Da frage ich mich immer, was machen die ganzen Mitarbeiter in der Zeit? Vielleicht mussten die dann oder konnten dann da drüben in dem kleinen Kabuff Predator 2 gucken, keine Ahnung. Richtig schöner Kronleuchter, guckt euch das mal an. Ist natürlich jetzt alles nicht echt, aber sieht sehr, sehr pompös aus, wie ich finde, oder? Ja. Vor allem, wenn es anders sieht, sieht es bestimmt sehr, sehr schön aus. Ah, dieser Flur ist auch echt wirklich heftig, ne? Ja, aber hier stinkt es auch irgendwie. Ja, so richtig moderig, so, ja. Bin jetzt mal gespannt, ob die Zimmer heute gleich aussehen. Oh, hier ist auf jeden Fall. Waren auf jeden Fall die Toiletten und so. Okay, Toiletten. Sparen wir uns das mal auf. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt gucken. Was ist das jetzt hier schon wieder? Sieht aus. Weißt du, wie das hier aussieht? Wie so ein Frühstücksraum. Guck mal. Ja. Hier diese Saftgläser. Und hier so Besteck, Teller, Eierbecher. Das ist alles noch da, ne? Naja, wenn du keinen Bock mehr hattest, konntest du hier auch rausspringen. Offenbar kann man hier die Fenster auch öffnen. Naja, ist schon ein bisschen gefährlich, ne? Ganz komischer Raum. Okay. Ich dachte jetzt gar erst, nicht mitgerechnet. Also als ich von da hinten geguckt habe, dachte ich, es wäre hier vielleicht so ein Raum, wo du dich hinsetzen konntest und so und dein Frühstück genießen konntest.
Oh, das wird hier offenbar als Trockenraum oder irgendwie was genutzt. Hier ist, also ganz, weiß nicht, da hängt einfach eine Wäscheleine, hier steht eine Mangel mit geilster Aussicht. Also wie kann man sowas denn hier also für sowas nutzen? Und hier sind auf jeden Fall Zeitungen in Japanisch, Chinesisch. Ich I don't know, keine Ahnung. Wenn vielleicht jemand das übersetzen kann. Ah, hier steht, es ist auch in Deutsch, sehe ich gerade. Chinesische Handelszeitung. Und die ist aus dem Jahr... 1. Februar 2017, Anja. Okay. Die Chinesische Handelszeitung. Möchtest du einen Blick reinwerfen? Nö, möchte ich nicht. Ist okay. Okay. So, gerade mal einen Blick nach draußen geworfen. Draußen ist auf jeden Fall noch alles safe. Na, wirklich ein bombastischer Lost Place, wie ich finde. Also lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Bin wirklich komplett gebufft. Gebufft. Bist du auch gebufft, Anja? Ja, total. Total gebufft. Oh Mann, gebufft. Schreibt einfach mal gebufft in die Kommentare. Boah, stinkt das hier. Das ist mega verwinkelt, ne? Guck dir das mal an, ey. Gruselig. Stell dir mal vor, du hast hier Raum 301. Da musst du jetzt mal gucken, wo du überhaupt ungefähr hin musst. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und dann hier dieses kleine, enge Zimmer. Echt nicht schön, wirklich nicht schön. Da passt du gerade rein. Bist jetzt hier drin. So, schaut euch das mal jetzt hier an. Ich stehe jetzt hier drin. Kann mich also noch gerade so um mich herum einmal drehen. Und da drüben ist direkt dann die Toilette. Schaut euch das mal an. Wie eng das ist. Dusche gab es ja auch nicht in dem Zimmer. Doch, die Toilette. Klar, ist doch da drin. Hä, wo ist sie? Wo ist denn? Ach Gott, yo. Da drüben, das ist auch eine Dusche. Heißt, du hast dann hier geduscht und hast dann direkt Toilette alles nass gemacht. Mach mal zu. Ja, ich sag mal, wenn du auf Toilette sitzt, kannst du dich direkt duschen. Ist doch praktisch. Boah, also was finde ich auch richtig eklig. Das ist voll geil. Nee, ich finde total praktisch. Ja, na klar. Total zeitsparend. Also, wir leben in einer Gesellschaft, da ist Zeit und Geld ist einfach alles. Also. Schau dir mal bitte an, wie eng das jetzt hier ist. Guck mal, nee, geh mal da das durch. Nicht. Also, ich sag mal so. Ich habe jetzt noch den Rucksack. Es ist eng. Es ist auf jeden Fall eng. Na, ich sag mal so, es wird nicht besser. Ultra gruselig. Guck dir das mal an. Boah. Müssen wir auch nicht weiterlaufen, oder? Nee, ich glaube, das wird alles so ein bisschen identisch sein. Da hinten ist nämlich auch wieder der Todesschimmel und oben kommt der Putz von der Decke. Ich glaube nicht, dass wir uns das anschauen müssen. Es wird nämlich auch gerade dunkel draußen. Das sieht man ja auch jetzt schon, denke ich, beim Der Klassiker. Leuchten. Ja, der Klassiker. Gehen wir einfach nur ein bisschen nach oben an. Ja, pass auf, der Teppich, der ist schon lose. Ja. Nicht, dass du gleich noch hier runterfliegst, die Treppe. Boah, guck dir mal oben die Decke an. Hier oben sieht man auch überall Feuchtigkeitsspuren. Da oben die Decke. Guck dich das mal an, da ist schon der Putz komplett runtergekommen. Aber einen schicken Kronleuchter hatten die da oben auf jeden Fall gehabt. Ja. Aber guck mal hier. Kriegst du ins Ausbildungszentrum. Hä? Was ist mal so? Man macht die Tür auf, eigentlich denkt man, da ja, ist eh nicht offen und dann geht die Tür auf. Das ist voll gruselig. Geh mal vor, ich geh nicht vor. Ihh, was liegen denn da für komische Dosen? Was ist das? Was weiß ich denn, sag mal, geh mal vor. Das ist das gut. Wo muss ich denn vorgehen? Ja, wo muss ich immer vorgehen? Das ist eine Wohnung hier oder sowas. Nee, das ist ein Ausbildungszentrum. Ey, guck mal. Die haben fast so ein ähnliches Induktionsfeld wie wir haben. Das ist fast genau das gleiche. Haben sie auch von der gleichen Marke? Nein. Jetzt komm. Ah, krass, dass hier noch so ein Teleskop steht. Ja. Fehlt zwar, glaube ich, ein bisschen was, aber zu grundsätzlich. Sehr komisch hier. Guck mal hier. Anja. Sieht fast aus wie die AIDA. Ach, Quatsch. Überhaupt nicht. Was ist das? Eine Tafel? Guck mal hier. Das ist ein Ausbildungsraum halt, ne? Schaut mal, Leute, hier ist eine Tafel, da ist ein Fernseher und hier sind jede Menge Tische und Stühle. Hä? Als ob die hier irgendwie so eine... Ja, die haben hier so Unterrichte, haben die hier bekommen, scheinbar keine Ahnung. Wofür? Hier ist ja auch so ein... Dia-Projektor. Nee, nicht Dia-Projektor. Overhead-Projektor. Ja. Hier scheint das Büro gewesen zu sein. Guck mal, wie durchwühlt das hier alles ist. Ja. Krass. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was man hier so... Bußgeldverfahren. Naja, 34 Euro, das geht ja noch. Also ich sag mal so, hier liegt auf jeden Fall ein Schreiben vom Obergerichtsvollzieher in der Zwangsvollstreckungsangelegenheit. Und hier, Leute, hier liegen alles ungeöffnete Briefe, die die Firma bekommen hat. Hier von der Stadt zum Beispiel,
Und hier sieht man, das war eine Touristenfirma und Hotel und Restaurant. Also offenbar haben die hier oben separat irgendwelche Schulungen gemacht, vielleicht im Touristikbereich und unten Hotel- und Restaurantbereich. Und das sind alles Briefe, die alle nicht geöffnet wurden. Die sind alle komplett noch verschlossen. Heißt, die haben einfach offensichtlich ihre Probleme nicht mehr aufgemacht. Ne? Ignoriert. Also, ja, hier Post vom Finanzamt. Einfach noch komplett zu. Und der Stempel ist aus dem Jahr 2020. Hey, was ist denn das hier, Anja? Keine Ahnung, Frau. Bisschen Kokain, ha? Ja, genau. Vor allem, guck mal hier, diese ganzen Verpackungen von den Handys, ey. Ja. Guck mal, hier ist, ach, noch da ist ein Handy. Da ist auch noch so ein Handy. Was ist das denn für eins? Das ist Nokia N83, Anja. Guck mal, was ist das denn? Das, oder? Ist doch so ein kleiner Computer, das ist doch kein Handy, oder? Ja, offensichtlich. Ja, ich dachte, also das wäre hier das Handy, dieses Nokia N83. Aber hier. Ja, das ist ein Telefon, guck doch mal. Aber das ist ja kein da Nokia. Ist Wahl, doch, das ist eine Wahltaste. Ach, du glaubst nicht. Was ist das denn für ein Telefon? Keine Ahnung. Ist ja der Wahnsinn. Ich raff's auch irgendwie. Aber hier konntest du Kokain in großen Mengen direkt abschürfen. Ja, klar. Ein bisschen, bisschen Koks. Ein bisschen Koks abfüllen in die Beutel. Lala. Naja, vielleicht ist das hier der Eigentümer oder der Inhaber. Es sind auf jeden Fall jede Menge Fotos von ihm hier in unterschiedlichen Locations zu sehen. Ich würde mal sagen, ich müssen es natürlich verpixeln, aber ich würde mal vermuten, von den Fotos her, von dem, was man sieht, jemand, der vielleicht so Mitte 30, Anfang 40 ist. Also hier sind jede Menge Mahnungen, jede Menge Vollstreckungsbescheide. Überall. Also wirklich gefühlt jedes Schreiben, was hier auf dem Tisch liegt, was man sich anschaut, das hat irgendetwas mit Zahlungsaufforderung oder Vollstreckungsbescheid zu tun. Also die haben offenbar wirklich viele Gläubiger gehabt, wo sie einfach offenbar die Forderung nicht mehr befriedigen konnten. Also heftig. Sieht für mich auf den ersten Blick jetzt natürlich so aus, als wenn da wahrscheinlich das Ganze hier pleite gegangen wäre. Und inkassomäßig, ne? Ihr wisst, was ich meine. Guck dir das mal an, Sabine. Hier ist einfach ein Fahrzeugschein. Ja. Der liegt hier einfach auf dem Boden rum. Krass. Was ist das für ein Auto? BMW. Naja, was sonst. Ja. Muss schon ein opulentes Auto sein. Ein schön 3er BMW. Oder ein 5er. Baujahr? 2004. Okay. Und wo steht denn hier die? Ich glaube, der wurde 2016 wurde er zugelassen. Leute, ey, ich habe jetzt hier gerade ein richtig, richtig interessantes Schreiben entdeckt. Und zwar hat nämlich die Firma, die hier ansässig war, einen Rechtsstreit gehabt mit Aldi. Ist das mal krass? Mit Aldi? Die haben einen Rechtsstreit gehabt mit Aldi. Hier liegt nämlich der Brief von der Kanzlei. Die hatten einen Rechtsstreit gehabt und es ging um eine Domain, die offenbar die Firma hier registriert hat, die Aldi im Namen hat. Aldi minus, können wir es natürlich halt nicht sagen, .de. Und darum ging quasi der Rechtsstreit. Also sprich, die Firma hat einen Rechtsstreit gehabt mit Aldi. Ey, das ist richtig krass, oder? Ja, das müssen wir auch erstmal hinkriegen. Hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Also ich glaube, die Firma hatte mit allem einen Rechtsstreit, weil hier liegen überall irgendwelche Zwangsvollstreckungen und keine Ahnung was. Also es ist echt super, super krass. Egal, wo man hinguckt, auf dem Boden, auf dem Tisch, überall. Alles voll. Sehr, sehr eigenartig, oder Anja? Ja, ich sag's dir. Sehr, sehr eigenartig. Oh, guck mal, hier sind noch mehr Unterlagen. Lass mal hier reingehen. Krass. Ist wie so ein Büro hier, ne? Mal wieder. Aber nicht so durchwühlt wie das andere Büro. Nee, das sieht hier relativ ordentlich aus. Ne? Wahrscheinlich sind die ganzen Ordner leer. Ja. Die liegen wahrscheinlich jetzt alle in dem anderen Raum da drüben. Aber hier, guck mal, da steht der PC noch. Heftig, ey. Der ganze komplette Rechner steht hier noch. Zwar uralt, kann keiner was mit anfangen, aber... Da ist wahrscheinlich noch Windows 95 drauf oder so. Ja. Krass, ey. Und hier irgendwelche Röntgenbilder. Von einer Wirbelsäule, ne? Also ich sehe ehrlich gesagt gar nichts. Das ist von... Steht nicht drauf. Ja, aber von der Wirbelsäule. Ach, Neurologie. Ja, das ist von dem Geschäftsführer. Kopf ist das. Stimmt, aber ist aber auch Nacken, oder? Guck mal, das ist da oben. Ja, hier. Und dann ist da der Kopf. Hier noch die schönen alten TP-Link-Router. Hier auch wieder irgendwie so ein Electric Bike, Leute. Gibt's doch gar nicht. Ja, bei der riesen Location brauchst du das aber auch. Das sieht aus wie so ein Konferenzraum, ne? Ja, das war bestimmt auch so ein... Auch mit so einer Tafel.
Konferenzraum. Auch mit einer Tafel, wie man hier sieht. Und auch wieder so ein Overhead-Projektor. Fernseher. Und hier, ich glaube, da haben die da Tee reingemacht oder was ist da drin? Guck dir das mal lieber an, Sabrina. Das ist doch eklig. Ach, das sind doch diese verjährten Eier, oder? Quail X oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, kenne das diese nicht. Diese hundertjährigen Eier sind das? Oh, ist das eklig? Nee, das. Oh. Ich glaube ja. Die sehen auf jeden Fall aus wie 100 Jahre. Schreibt's mal in die Kommentare, Leute. Quail Eggs. Ich meine, das sind diese hundertjährigen Eier oder wie die Dinger sich schimpfen. Fass es bitte nicht an. Ich habe Handschuhe an. Ja und? Sei froh, dass ich Handschuhe an. Guck dir jetzt hier einen Kaffee und sei ruhig. Ja klar. Lecker, lecker. Das ist so krank hier, ehrlich. Hier ist, hier ist irgendwie noch so eine kleine Bar-Kochnische. Hier ist der nächste Raum. Ah, Unterlagen, Anja. Oh, herzlichen Glückwunsch. Und PCs. Ui, jetzt ist interessant. Guck mal, jetzt von 1997 die Ausgaben vom Februar. Das ist spannend. Hier sieht man Telekom, D1, Mobil, Debitel, ein Flugticket von Frankreich nach Hongkong für 1405 Mark. Deutsche Bahn Zugticket, die ganzen Kosten, Hertie im Bahnhof, boah, ist alles aufgelistet. Die Debitel-Rechnung noch, hier wieder eine Anwaltsrechnung. Da sieht man mal, wie lange das Geschäft hier schon lief, ne? Wenn hier Ordner halt sind aus den 90er Jahren, richtig krass. Wir müssen echt aufpassen mit dem Netz, aber da unten schleichen schon mal welche rum. Okay. Ja, siehst du? Und der guckt genau hier hoch, der Opa. Jetzt geh mal. Ja, mit dem Licht ist echt ein bisschen heftig jetzt hier. Ja, Leute, es ist im Endeffekt viel dunkler, als es jetzt für euch aussieht. Weil wir natürlich halt mit einer, wir können natürlich mit einer kleinen Blende filmen. Unsere Kamera hat eine 1,8er Blende, dementsprechend ist es für euch heller, als es in Wirklichkeit schon ist. Ach, guck dir das mal an. Ehrlich, das gibt's doch gar nicht. Guck dir das mal an. Was ist das denn hier für ein Zimmer? Okay. Habe ich noch eine Jacke? Komplett schmuddelig hier alles. Ja, die Jacke, die sieht ja echt noch gut aus. Aber das Bett ist doch total klein, oder bin ich jetzt blöd? Du weißt, was ich glaube? Ich habe jetzt eine Vermutung, was hier war. Ich glaube, das war im Endeffekt sicherlich ein Hotel mit einem Restaurant. Ja. Hotel, wahrscheinlich nur ein paar Zimmer, die vielleicht öffentlich vermietet wurden. Und all die anderen Zimmer, weil gerade hier so ein Etagenbett. Ich glaube einfach mal, dass für diese Touristikfirma, auf der Etage befinden wir uns ja gerade, dass die wahrscheinlich hier irgendwelche Mitarbeiter vielleicht aus China, Japan, ich weiß nicht woher, keine Ahnung, Leute, dass sie die vielleicht hier hingeholt haben, dann hier geschult haben, um vielleicht halt im Touristikbereich, Gastrobereich in Deutschland zu arbeiten. Ich glaube, ja, das ist eher so ein illegales Ding immer hier. Glaubst du? Ja. Ich glaube nicht, dass das ein offizielles Ding immer hier. Ich weiß es nicht, aber es kommt mir schon alles sehr, sehr. Ja, ja, dubios das von den ganzen Belegen und Zahlungsmoral ist auf jeden Fall sehr dubios, oder? Boah, ist das hier unheimlich, ey. Ja, super Idee, von dir hier hochzugehen, Sabrina. Finde ich, boah, hier stinkt es ultra. Ja, das finde ich auch. Boah, ekelhaft, ey. Pass auf, wo du reintrittst. Ja, Sabrina, ich habe gerade andere Probleme. Boah, ist das hier schmuddelig. Du sagst das. Schmuddelig ist gar kein Ausdruck. Ach du Scheiße. Boah, ich krieg gar keine Luft hier drin. Wie sieht das hier aus, ey? Boah. Gottes Willen. Guck mal, guck dir das mal an. Boah, ich krieg echt keine Luft hier drin. Nee, ich muss auch mal eben. Boah. Nimm mal dein T-Shirt vor dem. Kann ich nicht, mein. Boah, das sieht so Mikro aus. Hängt da dran. Ja, ich habe auch mein Mikro mit, egal, gerade vom Ton. Sorry, Leute. Das sieht aus wie hier so ein Wohnbereich, ne? Boah, ich kann nicht mehr. Stinkt das hier. So eine Note oder was soll das sein? Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, das ist so. Lass uns mal hier raus, komm bitte. Ekelhaft. Boah, geht gar nicht fit, ey. Boah, so schmierig. Aber da drüben ist auch nicht besser. Geh mal vor, du hast Licht. Boah, Leute. Was ist das hier? Das ist voll die Messi-Bude hier. Aber sowas von.
Der ganze Müll ist ausgeschmissen worden hier. Die ganzen Eierkartons. Super krass. Pass auf, wo du rein. Bist du bescheuert, Mann? Hör doch mal auf damit. Mach dein Licht bitte nicht aus. Das ist die Straße. Ist mir doch egal, denkst du, ich laufe hier ohne Licht rum. Aber da sind jetzt wieder Hotelzimmer. Ja, hier geht das Licht nicht, ne? Das ist ja, irgendwie funktioniert das eher. Nur in so bestimmten Bereichen, ne? Ja. Hier geht's nach oben. Jetzt werde ich jetzt hochgehen. Ja, klar. Oh Gott. Also, guck mal, was da ist. Die Wendeltreppe ist schön. Krass. Heftig. Guck dir das mal an. Heftig, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hier oben ist noch ein Riesenbüro. Aber hier ist richtig... Also, hier ist ja wirklich so ein... Großraumbüro. Genau, danke. Wahnsinn. Hier ist auch noch mal so ein Konferenztisch. Und hier sind jede Menge Arbeitsplätze. Und der Kalender ist aus dem Jahr 2015 an, ja? Ja. Boah, hier noch ein Aquarium. Mann, guck dir mal da an, da war, hinten war das Schiff. Guck dir das mal an. Der Boss. Ja, aber so richtig Boss. Mit so einer Weltkarte. Und normalerweise sind die Weltkarten ja fokussiert auf Europa. Und hier ist der Fokus natürlich auf den asiatischen Bereich, wie man sieht. Seht ihr das? Direkt mittig der asiatische Bereich, nicht der europäische. Und jede Menge Unterlagen wieder hier. Mann. Hier, Gläubiger, Bundesamt für Justiz. Irgendwas mit 68.000 Euro Hauptforderung. Boah, Leute, ey. 68.917 Euro Forderung. Ist das mal Wahnsinn. Guck dich das mal an. Hier liegt wieder ein Vollstreckungsbescheid. Das gibt's gar nicht. Der Vollstreckungsbescheid ist hier aus dem Jahr 2015. Was glaubst du, was ich hier habe, Sabine? Was hast du denn da? Irgendwelche kopierten Reisepässe, also ganz, ganz komisch, ehrlich. Ganz, ganz seltsam, ehrlich. Naja, ich sag mal so, ne? Hat ja gerade die Forderungen vom Bundesamt für Justiz vorgelesen. Und die haben ein Ratenangebot dem Bundesamt für Justiz gemacht in Höhe von 100 Euro monatlich. Also ein Ratenangebot von 100 Euro monatlich. Und hier schreibt auch die Justizbehörde, dass diese monatliche Zahlung von 100 Euro nicht in einem angemessenen Verhältnis zur Forderungshöhe besteht. Boah, das ist echt krass. Hier ist auch nochmal die komplette Auflistung, was die alles bekommen. Ordnungsgeld, dies, das. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18. Boah, Leute, ey. Mindestens 19 Positionen, die insgesamt jetzt schon über 91.000 Euro bilden. Boah, krass, aber du glaubst es nicht, ne? Was denn? Hier ist einfach ein Haftbefehl. Boah, aber bei den ganzen Verbindlichkeiten krass. Ist das wahrscheinlich auch gar kein Wunder, oder? Krass, echt heftig. Ich denke einfach ein Haftbefehl. Und du weißt ja auch gar nicht, ob das alles schon geöffnet war oder ob das jetzt geöffnet wurde. Guck mal hier, die ganzen Briefe. Alle zu. Hier. Das ist alles zu, Sabrina. Die folgenden Informationen konnten wir nach unserem Besuch zu dieser Firma herausfinden. Gegründet im Jahr 1990 schienen sie einen ambitionierten Plan zu verfolgen. Von der Spezialisierung auf chinesische Entengerichte in ihren Restaurants bis hin zum Import und Export von Waren wie Leder und Lederwaren aus China. Dieses Unternehmen war in vielerlei Hinsicht aktiv. Es war nicht nur im Gastronomiebereich tätig, sondern diente auch als Bindeglied zwischen dem chinesischen und deutschen Markt. Es beriet chinesische Firmen beim Import von Anlagen und Technologien und repräsentierte sie in Deutschland. Zusätzlich versuchte die Firma, sich im Tourismussektor einen Namen zu machen, indem sie Dienstleistungen für Interessenten aus Taiwan, Hongkong und der Volksrepublik China organisierte. Aber all diese Ambitionen konnten das Schicksal des Unternehmens nicht abwenden. Der letzte verfügbare Jahresabschluss war im Jahr 2009 und danach scheint es bergab gegangen zu sein. Die vielen ungeöffneten Briefe, die wir während unserer Erkundung gefunden haben, sind stumme Zeugen der finanziellen Probleme, mit denen die Firma zu kämpfen hatte. Mahnung.
Verfügungen, eventuell rechtliche Dokumente, die nie beantwortet wurden. All dies zeichnet ein Bild von einem Unternehmen, das den Anforderungen nicht mehr gewachsen war. Schließlich wurde die Firma 2020 offiziell wegen Vermögenslosigkeit geschlossen.